Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Wir haben viel zu tun. Wir haben auch schon viel gemacht. Also unsere erste Verteidigungsanlage steht soweit schon mal. Die zweite wird noch gerade gebaut, also hier die Floodgates. Und jetzt wollen wir schon mal einen Teil der dritten planen, weil, wie gesagt, hier hätte ich gerne so eine Art Wachturm hin. Also an die und an die Stelle. Das zeige ich euch mal, wie ich mir das vorstelle. Einfach mal, indem ich Minern tue. Hier einen 5x5 Raum. Das war jetzt zu wenig. So. Das heißt, das hier muss schon mal weggechannelt werden. Mit H. Muss das hier schon mal weggemacht werden, das hier. So, und von hier aus auch noch ein Stück. So weit. Gut. Dann kommt hier noch ein kleiner Anbau an das Ding. Und hier kommt ein Downward Stair hin. So. Das ist jetzt der erste Wachturm auf der oberen Seite der Brücke. Das Ganze kommt jetzt auch noch auf die untere Seite der Brücke. Also hierhin. So. Das müsste... Nein, das ist 6x6. Das war eins hier zu viel. So. Kommt hier der zweite Wachturm hin. So, so. Und auch eine... Downward Stair. So. Du bist auch eine Downward Stair? Jupp. Gut. Das heißt, hier muss auch weggechannelt werden. Gehen wir mal eins höher. Geben den Channel-Befehl. Hier muss erstmal das hier alles weggechannelt werden. Und dann wollen wir auch hier ein Stück wegchanneln. Hier, so. Gucken wir mal, dass es hier auch so weit gechannelt wird. So, das, was wir noch machen müssen, ist den einen Baum hier wegholzen. So, dann gucken wir mal, wie das läuft. Es müssten hoffentlich die Miner kommen und das wegchanneln. Gucken wir mal kurz, was sie gerade machen. Trinken. Und channeln, ja. Gut. Das nächste, was ich gleich meinen Auftrag geben werde über den Jobmanager, sind Buckets. Make wooden bucket. 10 Stück. Weil wenn der Graben nachher fertig ist, will ich ihn mit Wasser füllen. Zu dem Zweck gehe ich mal kurz hier über die Zone. Entferne sie und mache das hier zu unserer neuen Wasserzone. So. Und dann warte ich mal darauf, dass der Channeler kommt und hier wegchannelt. We're here to help. Und ich krieg schon wieder Migranten. Mal gucken, wie viele sind es. Bis jetzt sehe ich keinen einzigen. Oder habe ich sie übersehen? Na, gucken wir einfach mal in die Jobliste. Also wir haben einen neuen Animal-Trainer. Ich habe übrigens den Animal-Trainer, den ich schon hatte, zu einem Animal-Trainer gemacht. Nachher, dass wir Kampfhunde ausbilden können. Oh, ein Lederworker, das ist nicht schlecht. Ein Fischer. Zwei neue Farmer. Ich habe einen Haufen Hauler, Leute zu Haulern gemacht. Einen Haufen Kinder, ein Passant. Ein Siege Operator, das wird der zweite Mechaniker dann. Zwei Mechaniker können wir nämlich gut gebrauchen. Also ja, diesmal sind nicht so viele gekommen. Mein General macht gerade nichts, weil er Kampftraining hat. Deswegen müssen wir warten, bis der eine Baum da weggeholzt wurde. Aber geben wir schon mal hier noch etwas mehr Channel-Befehl.
dass wir hier auch drei weit weg channeln. Oh ja, und da ist auch noch ein Baum. Designation, Chop Down Trees. Den da weg, bitte. So. Und ansonsten müsste das ja dann so stimmen, ja. Sehr gut. Und stimmt das auch hier soweit? Ja. Kurz mal gucken. Ja, das stimmt auch. So, da müssen wir warten, bis die Trees weg sind. Währenddessen mal kurz gucken. Und zwar machen wir gleich mal mit Designation up downstairs, nämlich hier, hier, hier und hier runter, so, so, hier, hier, hier. Und das war falsch, das muss nämlich nur eine Dings sein. So, und hier unten, das werden nur upstairs. So, mit U. So, ab. Ab. So, dass man auch in die Türme reinkommt. Und dann mit Mining-Befehlen umranden wir das Ganze noch. So. So. So und so. Gut, jetzt müssen wir dann halt nur noch dahin buddeln. Am besten von diesem Gang hier aus, aber am besten nicht an dieser Treppe zu nah ran. Deswegen buddeln wir ein Stück nach oben. Verbinden die beiden Sachen auch mal. Nein, lieber nicht. Escape. Hier machen wir es nämlich anders. Hier buddeln wir erstmal auch. Na, nicht so. Lassen wir auch erstmal das hier frei buddeln. So. Auch hier einen Weg. Und buddeln dann von diesem Weg hier rüber. Genauso wie von diesem Weg hier rüber. So. Und um dahin zu kommen. Ja. Bauen wir hier einen Weg rein. Bauen den einmal hier rum. Und einmal hier rüber. So, ganz verworrene, labyrinthartige Konstruktion. So. So und so. Und so. Gut. Ja. Da haben unsere Digger jetzt eine Weile zum was zu tun. Unsere Miner. Später müssen wir dann halt hier den Lehm durch ordentliche Mauern ersetzen. Und wir haben einen neuen Erwachsenen bekommen. Hunter? Du bist ein Ranger. Oh, haben wir einen neuen Ranger bekommen? Oh ja, und ein Blacksmith. Noch ein Animal Trainer. Wir haben einiges noch bekommen. Okay, zu früh gefreut. Wie viele Citizens haben wir jetzt gerade? Mal kurz. 119. Und die jagen Badgers. Und ein Puppy wird immer noch vermisst. Das ist das, was wir mit der Brücke zerquetscht haben, glaube ich. So, hier oben sollten wir auch mal ein bisschen channeln. Denke ich mal, dass es von hier oben aus auch ein bisschen besser aussieht. Sagen wir mal, channeln wir das hier und das hier mal weg. So. Und wir kriegen immer noch mehr Puppies. Ja, die hier rumwuseln.
Vielleicht sollte ich bei der nächsten Gelegenheit mal ein paar Hunde erledigen. Gut, der Raum hier ist fertig. Den werden wir dann nachher hier mit einer Mauer umranden. Dazu müssen wir aber erstmal noch was machen, und zwar Construct Animal Construct Work Blocks 30 Stück. So. Da hat unser Mason auch noch mal was zu tun, beziehungsweise unsere Masons. Ich habe nämlich im Wert des Cuts noch einen neuen eingestellt, der uns dann Work Blocks macht. Und ach ja, den haben wir ja auch noch, unseren durchgeknallten Howler hier. Und ich habe neue Crossbowmans zugewiesen, die ich jetzt mal einstellen werde. Nebenbei habe ich das Militärmenü, also unter M, noch gar nicht gezeigt. Richtig, also bis jetzt habe ich euch nur die Alarme gezeigt mit den Panic Rooms. Set Squad to Alert. Nö. Ihr bleibt bei aktiv Training. Gut. Equipment, dazu kommen wir noch. Hier kann man wenigstens sehen, was welcher Zwerg trägt. Also von der Ausrüstung. Also bis jetzt tragen die meisten hauptsächlich eine Waffe. Wir müssen mal gucken, dass unsere Lederarbeiter ein paar Quiver herstellen, dass die auch Munition mit sich rumschleifen können. Uniformen können wir hier machen. Also wir können über E den hier einfach eine Uniform. Also mit U, es sei ein Uniform, können wir der gesamten Gruppe die Uniform zuweisen. Ah ne, halt, wir können jedem Einzelnen sogar. Ah, Shift-Enter ist used for Squad. Also wenn wir eine auswählen und Shift-Enter drücken, dann haben es alle. So können wir unsere eigenen Arten von Uniformen unter N erstellen. Also im Augenblick gibt es nur die drei Standard, Leder, Metal, Archer. Aber wir werden uns danach eine eigene erstellen mit ein bisschen besseren Ausrüstungen. Also zum Beispiel ein paar Kurzschwertern für die Fernkämpfer, dass sie sich auch im Nahkampf verteidigen können. Und hier können wir die Supplies einstellen. Also dazu brauchen sie erst einmal Wasserschläuche und Rucksäcke. Und unter F natürlich die Munition für Hunters und für das Militär. Den Hunters nehme ich jetzt einfach mal die Bolzen weg. Kann ich die einfach, ja, Remove Item. So, Hunters sollen jetzt im Nahkampf auf das Viehzeug drauf einprügeln von mir aus. Vorerst mal. Gut, aber ja, Militär. Wollte ich ja noch hier unter Positions, kann man die Truppleute dem Squad zuweisen. Wollte ich noch die restlichen X-Bows, die ich jetzt als X-Bow benannt habe. Also zum Beispiel ihn hier. Er ist ein X-Bow. Er ist ein X-Bow. Du bist ein X-Bow. Und ein X-Bow müssten wir noch haben. Dann haben wir schon mal ein volles Squad, nämlich. Entweder übersehe ich ihn gerade oder ich habe doch nur... Ach nee, da ist er ja. So, jetzt haben wir einen ganzen Trupp Crossbow-Schützen. Und für die brauchen wir natürlich auch noch Crossbows. Deswegen sage ich mal... Crossbow. Make Wooden Crossbow. 5 Stück. So. Was macht mein Leader gerade? Oh, wir haben einen neuen Carpenter. Der wird mein zweiter Wood. Und einen Engraver. Oh, der könnte mein zweiter Mason. Nee, halt, hier ist ein Mason. Oder ist das mein Mason? Nein, mein Mason ist hier unten. Cool, dann kann ich den hier nachher zum Mason machen und dem einen Mason, den ich jetzt im Offscreen eingestellt habe, wieder einen Howler-Job geben, weil der ist da unten.
Gut, Blacksmith, Game Katar, alles Mögliche.